Hallo Leute und willkommen beim SparMag. Es wird mal wieder Zeit für unser aller Lieblingsformat, das SparMag Q&A. Und ich muss schon sagen, also heute, wir hatten brutal viele Kommentare unter dem letzten Video und auch viele, viele lustige Sachen. Darauf kommen wir gleich. Ja, du wirst nicht lachen. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Das Volk hier hat mir schon gedroht. Wenn ich das M-Wort nochmal sage, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine, dann wird er abgehen. Kriegt aber den Kissen. Ich würde das statt. Nein! Doch. Dann blende ich jetzt nochmal ein. Ich sag mal so: Der Kommentar, wir haben dieses Mal die 100 Likes geknackt. Ja. Also tatsächlich, die Leute verlangen immer noch danach. Sie sagen jetzt auch schon so, sie würden dir etwas zuschicken. Also dann einfach eine leere Verpackung oder so, die du dann aufmachen könntest. Die Adresse vom Technikfalk wird hier jetzt unten eingeblendet. Nein, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ihr sollt damit aufhören, habt ihr nicht gemacht. Insofern sage ich jetzt gar nichts mehr dazu. Ich finde das sehr lustig. Sehr schön, sehr und schön. Was siehst, wie du hast Angst vor dem Kissen. Es ist ein ziemlich großes Kissen. Aber groß ist ein gutes Stichwort, denn irgendwer hat irgendwann mal gefragt, was das für ein Fernseher ist hier. Ach so, ja. Hatten wir die Antwort nicht parat und ich habe gesagt, mal wir fragen mal hier im Studio nach. Wir haben nachgefragt und da kam als Antwort, schaut euch durch die Verpackung an, die liegt hier noch rum. Ja, die Verpackung haben wir jetzt auch schon hier. Wir haben es gefunden. Hier. Sag doch mal, was ist das? Ja, warte mal, ich hab eben es noch abfotografiert, weil die Typbezeichnung steht auf dem Kopf. Also, Sekunde, welche Kamera denn jetzt? Du crashst gerade beide. Ja, sehr gut, sehr gut. Also Typenbezeichnung, Hisense, habt ihr ja mal unten gelesen. Genau. Dann LTDN, also Ludwig Theodor Doris Norbert. 6,5 für die 65 Zoll, XT880, XWS EU 3D. So. Ich glaube, jetzt habt ihr alles. Ich kann es auch nochmal in die Kamera halten. Sekunde. Ich blende es auch nochmal ein dann. So. Geh scharf. Ist ja auch egal. Jetzt haben wir es einmal vorgelesen und die Frage wurde beantwortet. Und das Ding nachher wieder in den Keller zu räumen. Ja. Ja, los, schneller. Boah, Alter, das ist das Studio ganz. Was mich so ein bisschen gewundert hat bei der Sache, also dass es jetzt tatsächlich 65 Zoll sein sollen, für mich waren das gefühlt immer noch mehr. Also, echt? Aber jetzt, wenn man mal so wenn man quasi so nah sitzt, genau drunter denkt, das Ding fällt runter. Naja. Kommen wir damit zur ersten richtigen Frage. Fand ich ganz interessant, ab wie viel Euro gibt es ein vernünftiges Smartphone? Merkt man zum Beispiel einen Unterschied bei der Audioqualität mit Kopfhörern, Kamera und so weiter? Weil das, finde ich, ist so eine Sache, die sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Was würdest du sagen? Es ist immer so die Frage, was der eine unter vernünftig versteht, da denkt der andere wieder, hm. Ich persönlich wehre mich ja sowieso immer seit frühestens Samsung-Smartphone-Zeiten dagegen, dass Leute hingehen und versuchen für 100 Euro oder um die 100 Euro ein vernünftiges Smartphone zu kaufen. Das ist einfach Zeug, wo ich jedes Mal sage, nee, peilt bitte Richtung 200 an. Da gibt es jede Menge, auch vernünftiges Zeug. Aber das, was immer wieder für 100 vorgestellt wird, an A-Serien, S-Serien, Y-Serien und ohne jetzt Hersteller zu nennen, das ist größtenteils echt Murks. Da bekommt man halt für ein bisschen mehr Kohle vernünftiges Zeug. Ich weiß, immer wieder werden auch Geräte, was weiß ich, die Moto G-Reihe oder sowas, da hat man immer wieder Abverkäufe oder sowas. So Schnäppchendinger, klein Ding. Aber klein Ding? Ja, kein Ding. Ich versuchte gerade hier mein... Wir trinken nämlich unendlich viel Wasser hier. Es ist warm und es war schon ein langer Tag heute. Also kein Ding. Nein, wo war ich? Also bitte guckt lieber, dass ihr Richtung 200 Euro ausgebt, als ihr, wo ihr denkt, krass, das Ding kostet nur 89 Euro, ist auch Android drauf. Und dann habt ihr aber Sachen, dann hat das nur noch eine 720p-Auflösung. Um jetzt aber auch die Frage zu beantworten mit... Das wäre halt Kategorie vernünftig, wo ich sage, da rein. Es gibt auch bei der 200-Euro-Kategorie Gurken. Deswegen testen wir die Geräte, deswegen machen wir den ganzen Scheiß hier, damit ihr sowas nicht kauft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Kamera gibt es jede Menge Unterschiede. Aber beim Sound, dass du da mal einen Ausreißer nach unten hast, also mit Kopfhörern, ist wenig. Natürlich liest du dann viel mit aptX und aptX HD und solche Sachen, wo du dann mit entsprechenden Kopfhörern natürlich nochmal einen Unterschied hörst. Aber für dieses normale alltägliche Standardzeug, wo du dann vielleicht auch die beiliegenden Kopfhörer benutzt, die ich natürlich jetzt gerade nicht in der Hosentasche habe, Hauptsache ein vernünftiges Gerät. Also ich finde, er bringt das schon ganz gut auf den Punkt. Also letztens hat mir einer geschrieben, mach doch mal mehr zu diesen 100-Euro-Smartphones. Nein. Nee, ich habe da keinen Bock drauf, weil es gibt einfach keins, was ich empfehlen kann. Also bestes Beispiel, so ein Nokia 1 hatte ich mal kurz da. Nee, das war einfach nichts. Klar, Moto G6 oder jetzt G5 vom letzten Jahr, die sind dann so bei 150 Euro so. Aber ich sag mal, ich würde sogar sagen, so man sollte 250 Euro in die Hand nehmen, wenn es geht, weil
Dafür bekomme ich dann zum Beispiel, ja, Moto G6 hat mir jetzt auch vielleicht schon fast ein G6 Plus. Ja. Das ist halt wirklich dann ein super Smartphone. Oder von mir aus, ich weiß, du warst kein Freund von P-Smart, aber Honor 9 Lite. Ja. Ne? Honor 9 Lite, da bist du auch schon mal in einer vernünftigen Smartphone-Kategorie. Genau. Oder Honor 7X. Ja, solche Sachen, wenn wir jetzt gerade Honor haben. Aber tausendmal besser als dann die, was habt ihr Honor da rausgebracht? A, S, Y, was noch alles. Die vergessen wir, die nennen wir hier jetzt. Das ist so ein Murks und es tut mir in der Seele weh, dass die das rausbringen. Aber klar muss man Abstriche machen. Also ich finde, vor allem bei der Kamera, also die ganzen Flaggschiffe haben einfach, aber es ist okay, wenn ich so ein Moto G6 Plus habe, damit kann ich leben. Audio eher jetzt mit Kopfhörern, weniger dafür mit Lautsprechern natürlich und bei der Performance und beim Display. Aber das ist einfach in den letzten Jahren immer weniger geworden. Also wo es lange so war, wo ich gesagt habe, man muss eher 350, 400 Euro ausgeben, um was wirklich Gutes zu bekommen. Sind das jetzt eher so 250 bis 300 Euro geworden. Ja. Und das ist schon, finde ich, eine erfreuliche Entwicklung, wenn man schaut, wie sich der Markt allgemein entwickelt. Und also, dass die High-End-Smartphones eigentlich immer teurer werden. Und vor allem, es ist ja auch immer die Sache mit den, auch 100 Euro sind viel Geld. Und, aber es ist so eine Sache, ihr kauft euch jetzt ja einmal ein Smartphone, was... Ihr kauft es selber, nicht mit dem Vertrag. Das heißt für mich immer der Indikator, ey, ich will es mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Jahre nutzen. Und wenn ihr noch mal 3 Monate auf ein Smartphone warten müsst und weil ihr noch mal Zeitungsaustrag oder Geld verdient oder spart oder was auch immer, es lohnt sich. Es lohnt sich, die paar, also das doch noch mal mehr zu investieren und dann ein Gerät für um die 200 Euro oder Richtung 200 Euro zu haben, als mit diesen 100 Euro Gurken dann sich durchzuquälen. Damit haben wir die Frage, glaube ich, ganz ausführlich beantwortet. Nächste Frage. Inwieweit nutzt ihr beiden auf euren MacBooks eigentlich die Touchbar? Apple bewirbt die ja nämlich immer noch recht stark auf ihrer Webseite. Aber wenn Apple so sehr an die glaubt, wieso gibt es noch keine externe Tastatur mit Touchbar? Gute Frage. PS, ist euch aufgefallen, dass man inzwischen die Lautstärke oder auch die Helligkeit mit der Touchbar nur durch schnelles Drüberwischen um jeweils einen Punkt höher oder niedriger machen kann? Also quasi nicht gedrückt halten, sondern einfach drüberwischen. So quasi. Wieso denn nur? Wie war es denn sonst? Ach so, meinst du das? Ja, ja, klar, quasi das war von Anfang. So. Ja, aber das war von Anfang an. Ich dachte jetzt gerade, dass du auch diese Viertelschritte machen könntest. Ach so, nee, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Nee. Ja, du bist ein Riesenfan der Touchbar, ne? Ja, nee, also ich habe am Anfang immer gesagt, ich will die unbedingt haben. Ich finde immer noch, sie sieht schön aus. Aber ich muss gestehen, all diese Vorteile, die ich mir erhofft habe, zum Beispiel im Browser, also wenn es zum Beispiel bei YouTube geht, Vorspulen oder sowas, es geht halt einfach nicht so gut. Oder auch bei Final Cut, die ganzen Befehle, da bin ich ehrlich gesagt mit Tastaturbefehlen immer noch schneller so. Also ich nutze sie wirklich, ich nutze sie zur Helligkeit einstellen. Ja, aber nur weil die andere Taste nicht da ist. Wenn, ich sag mal so, wenn jetzt unter der Touchbar noch normale eine Tastaturreihe wäre, wo halt Helligkeit eingestellt oder sowas. Ich käme nicht auf die Idee, die Touchbar zu benutzen, bis auf den Touch-ID, der Fingerabdrucksensor, das stimmt, der ist schön, ist toll, darauf möchte ich gefühlt auch nicht verzichten, gerade wenn man dann nicht mit der Apple Watch rumläuft. Watchi. Aber auch ich, dass du dann in Filmen irgendwie dann mit davor spulst oder ich weiß von Leuten, die darüber dann im Browser zwischen den offenen Tabs wechseln, weil sie da dann runter gucken. Aber ja, allein diese Blickbewegung dann da immer rauf und runter. Das ist, was dich ablenkt. Ich persönlich würde es die, ich sag mal, die größeren, die performanteren MacBooks Pros ohne Touchbar geben, zum gleichen Preis. Selbst da wäre ich bereit, auf die Touchbar zu verzichten. Wenn die Touchbar 50 Euro Aufpreis kosten würde, glaube ich, ein Großteil würde die Touchbar nicht extra bezahlen. Ja. Und die Frage nach der externen Tastatur, wunderbar, frage ich mich auch seit Ewigkeiten. Aber wenn man sich anguckt, wie langsam und wie selten Apple die Eingabegeräte aktualisiert, da wird die wahrscheinlich in 3 Jahren erstmal kommen. Immerhin gibt es die jetzt in Space Grau. Ohne, dass man einen 5.000 Euro iMac Pro kaufen muss. Genau. Nächste Frage. Versteht ihr Samsungs aktuelle Produktpolitik mit A6 und A6 Plus und A8 bzw. A8 Plus sowie dem J6 und so? Ich steige nicht mehr wirklich durch und verstehe ganz und gar nicht, was das soll. Grüße. Grüße zurück. Also das Faultier blickt da voll durch und findet sie super. Ich bin voll bei dir, was Samsung da, gerade mit der A-Serie, die waren auf so einem guten Weg mit 3, 5, 7. Ich verstehe es nicht, sorry. Vor allem, habe ich absolut kein Verständnis. Und nein, ich blick's auch nicht. Also ich glaube, die A-Reihe ist einfach viel zu gut gelaufen. Das war das Problem so. Also wahrscheinlich haben sie sich da erhofft, wenn wir die jetzt so vermurksen. Vermurksen, genau. Dann können wir mehr Flaggschiffe verkaufen, was ja mal voll nach hinten losgegangen ist dieses Jahr. Also ich muss auch sagen, A8 und A8 Plus, da fand ich es bescheiden, dass es nicht von Anfang an in Deutschland oder dass sie nicht von Anfang an in Deutschland das war knapp, in Deutschland verfügbar waren. Jetzt, aber das sind eigentlich gute Smartphones, die sind viel zu teuer gestartet. Also ich hatte das A8 ja hier, das ist wirklich ein gutes Smartphone. Jetzt für den momentanen Preis
330 Euro hat das wirklich einiges zu bieten. Beim A6 und beim A6 Plus, da gebe ich dir vollkommen recht, das hätte ich eher so in diese J-Reihe geschoben, ja, auch vom Design, ja, her. Das hat nichts mit der A-Reihe zu tun. Nein, das ist Murks. Erklären kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es auch super schade, aber... Das ist so Kategorie wieder, ne, Geräte, wo es bessere Alternativen gibt. Oder Geräte, die man echt nicht hätte auf den Markt bringen müssen. Genau das. Aber gerade bei den großen Herstellern wie Samsung, wer weiß, was der Handel da nachfragt. Wer weiß, es muss ja nur ein großer... Das ist ja dann immer so die Begründung, ja, der Handel. Der Handel fragt es nach. Ne, und es muss ja auch wirklich nur ein großer Elektro- oder ein großer Händler, egal welcher, kommen und sagen, hey, wir nehmen euch jetzt mal 100.000 Einheiten ab. Natürlich bringen ihr die Dinger dann auf den Markt. Haha, ja. Ja. Nächste Frage, fand ich auch sehr interessant. Servus ihr beiden, wenn schon das OnePlus 6T, das haben wir letztes Mal angesprochen, wird, bleibe ich mal beim Thema, was erwartet ihr euch von den Flaggschiffen der zweiten Jahreshälfte, beziehungsweise auf welches freut ihr euch am meisten? Also Note 9, XZ3, LG V40, Pixel 3, Mate 20 Pro, Mi Mix 3, Nokia 9 und so weiter. Oder mit was uns die Unternehmen noch so überraschen. Wieder ein echt interessantes und unterhaltsames Video. Vielen Dank. Auf was? Mate 20 Pro. Also, oder Mate 20. Ich glaube ja auch wieder, dass wir wieder drei Geräte von Huawei dieses Jahr wieder sehen. Wieder Pro, Normal und dann Lite. Was nicht, also, ne? Aber auf was Huawei dieses Jahr mit der Mate-Reihe macht, das interessiert mich am meisten. Dann die Pixel 3s. Beim Note 9 wissen wir ja schon viel. Xiaomi Mix 3, und Google mit dem Pixel 3 sehe ich noch seltsamerweise noch nicht so spannend. Nee, da ist Huawei für mich. Aber was ganz erwartest klar, du denn dann vom Mate 20 Pro? 7 Zoll, 6000 mAh. Ja, also jetzt mal ernsthaft, also das P20 Pro war ja schon so gut. Glaubst du jetzt wirklich, die können nochmal da so einen Sprung machen? Gleiches Kamerasystem, noch größer, noch fetterer Akku. Wird das dann nicht so, ja gut, das Note, okay. Also weißt du, so der Unterschied S8 zu Note 8 letztes Jahr, wo ja auch nicht so groß war. Also ich glaube ehrlich gesagt eher, dass das Mate 20, ich will nicht sagen enttäuschend, aber das wird halt, es wird halt schwer, das P20 Pro wirklich so zu toppen. Müssen sie natürlich irgendwie, ich traue ihnen das auch zu, wird schwer. Bin ich aber auf jeden Fall gespannt drauf. Ich bin mega auf die neuen Pixel gespannt, vor allem das XL, weil, wie ihr ja wisst, habe ich mit denen so quasi noch eine Rechnung offen so und ich hoffe halt nach wie vor, dass sie jetzt endlich mal ihr Design in den Griff bekommen, dass sie ordentliche Displays verbauen, weil dann könnten das halt wirklich geile Smartphones werden. Und nichtsdestotrotz, ich dachte jetzt eigentlich wirklich, du sagst iPhones. Ich bin brutal gespannt, was Apple macht. Also werden sie jetzt wirklich drei iPhones? Ja, wird's. Welche Größe wird's? Groß. Was ist dann so der Unterschied? Ja, gut. Mein Hauptfragezeichen bei Apple wird sein, Nummer eins, wie nennen Sie die ganzen Geräte? Ja, eben genau solche Sachen. Und Nummer zwei, was kostet das große X-Quadrat? Und wie unterscheidet es sich vom kleinen? Und was größeres Display, fetterer Akku, ganz normales Plus. Was hat dann eigentlich, ja, oder machen Sie vielleicht noch was mit der Kamera? Mhm. Oder was hat dann das günstige große da überhaupt zu suchen? Und wieso gibt es kein neues ist iPhone halt SE, solche Sachen? Ja, wann das SE kommt, jetzt spielt er das Ahnung wieder runter. Und dann, ja, ich sehe schon, wenn die Apple Keynote kommt, ey, den Ständer sehe ich bis hierhin. Hatte ich dir von meinem Albtraum letztens erzählt? Ich hatte einmal, Monat lang Android nutzen. Nein. Ach, Witzbold. Ich hatte, ohne Mist, das war seit langer Zeit mal wieder der realistischste Traum, den ich hatte. Ich wurde zum neuen iPhone 9 Start nach Kalifornien eingeladen. Okay. Und auch in den neuen Apple Campus Ring. Und dann hat sich beim Mittagessen in der Kantine rausgestellt, dass die Apple in Wirklichkeit die First Order ist. Und dieser neue Ring Campus ist die neue Supergeheimwaffe. Ne? Der neue Planetenkiller. Also was hast du da vor dem Einschlafen so genommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Star Wars vorher geguckt habe. Aber es war so realistisch. Und vor allem, es ergab so viel Sinn, dieser Traum. Es war einfach nur so, natürlich, wie konnten wir das alle nicht sehen? Das fand ich schön. Dazu sage ich nur, don't do drugs. Nächste Frage. Hallo Carsten, hallo Franz. Tolles Video. Tolle Videos, weiter so. Vielen Dank. Meine Frage, YouTube und Werbung. Bekommt ihr mehr Geld, wenn ein Nutzer eine vorgeschaltete Werbung bis zum Ende schaut, statt die zu überspringen? Hashtag, ich darf es nicht sagen, 2.0. Und natürlich Erdbeermarmelade. Oh, schön. Hat überhaupt einer bei dir Erdbeermarmelade drunter geschrieben? Drei, vier Mutige. Danke. Fand ich aber lustig, also das stört mich nicht. Vor allem ist es verwirrend von Leuten, die da halt den Schwammbäcker nicht kennen. Ganz ehrlich, ich wusste erstmal nicht, was wollen die so, dann kamen sie mir natürlich irgendwann. Schöne Frage, ich glaube, die hatten wir schon mal. Ja, es ist wirklich so, Werbung zu Ende gucken bringt mehr Kohle als überspringen. Klar, ne, wird danach geguckt, gezahlt. Aber es ist auch so, da hatten wir uns letztens nochmal unterhalten, seit letzter Woche
passierte auf einmal so ein Unding, dass wirklich nicht überspringbare Werbungen geschaltet wurden, die dann 4 Minuten, 5 Minuten oder fast eine halbe Stunde gehen und die Leute dann natürlich wirklich unter die Videos schreiben. Hey. Unser Kameramann nickt da jetzt auch schon. Heißt, du hast das auch bei dir quasi? Gut, weil ich dachte erst schon so, das hat unser YouTube-Netzwerk verbockt, aber das ist dann wahrscheinlich so ein generelles Ding bei YouTube, da wahrscheinlich irgendein Bug. Also ich kann, oder testen sie das? Ich weiß es nicht so, aber das ist auf jeden Fall, sorry dafür an jeden. Können wir nichts für. Ja, bedingt kann man das deaktivieren, aber man rechnet halt auch nicht damit. Weil bisher waren das immer nur diese 30-Sekunden-Clips. Genau, die dann nicht überspringbar ist. Es ist aber auch so eine Sache, natürlich jetzt freuen wir uns über jeden, der jetzt nicht dann den Adblocker anwirft. Bei mir hilft es immer bei mir ist auch Command-R oder nochmal die Seite neu laden und dann, selbst wenn die dann nochmal kurz, also nochmal die Werbung kommt, aber spätestens beim zweiten Refresh, beim zweiten Neuladen, kommt gar keine Werbung mehr. Ja. So, also sorry, aber ja, man bekommt, also oder wir bekommen mehr Kohle dafür, wenn Werbung komplett geguckt wird. Auch wenn natürlich drauf geklickt wird, so, also bei diesen Bannern. Wenn die Banner sind. Wobei ich da wirklich sage, wenn euch das interessiert, dann gerne mal draufklicken, aber da jetzt nicht 20 Kein Mal, Aufruf. Das merkt Google. Wollte gerade sagen, genau, das bringt überhaupt nichts, wenn ihr da 23 Mal draufklickt oder sowas. Das macht es nicht besser oder schlechter, das bringt halt einfach gar nichts. Bringt null und YouTube hat natürlich den Algorithmus. Die messen bei jedem über die Cookies und was nicht alles und die IP-Adressen. Dann die wissen wahrscheinlich ganz noch euer Account gesperrt oder sowas. Ja, wie viele Leute Werbung geguckt oder wie viel Werbung derjenige Nutzer dann gerade schon geguckt hat und dann irgendwann wird auch gar keine Werbung mehr angeguckt, wenn das für den Tag nicht mehr Sinn ergibt. Nächste Frage. Hallo ihr beiden, erklärt doch mal bitte eure Vorteile in Anführungszeichen, weil wir das natürlich immer so verteidigen, von USB-C oder USB-C. Sehen noch nicht den Vorteil gegenüber dem Nachteil, dass man neue Kabel etc. besorgen muss, also die Infrastruktur umkrempeln. Jetzt schieß mal los. Für mich fing es ganz klar an, USB Type-C, wenn wir es gerade mal wieder die MacBooks hier haben, darüber zu laden, dass man endlich darüber mit der entsprechenden Powerbanks, die genug Leistung liefern, auch seine Notebooks unterwegs laden kann. Das fing mit den Macs vielleicht jetzt noch gar nicht mal so an. Ich glaube, Dell ist nachgezogen. Und dann halt die Dell-Rechner und inzwischen immer mehr Rechner. Microsoft bietet für seine Microsoft Surface-Konnektoren inzwischen auch so einen bescheuerten 80-Euro-Adapter an, damit man den USB-Type-C-Anschluss draus machen kann und darüber laden kann. Das ist für mich Punkt Nummer 1, dass Geräte darüber geladen werden können im Vergleich zu früheren Micro-USB-Dingern, über die auch geladen werden konnte, aber auch jetzt endlich die großen, weil das der Standard bis zu 100 Watt unterstützt. Nummer 2, dieses verkehrt rum einstecken, ist für mich gar nicht so die Sache. Ne? Okay. Ich bin zwar auch so ein Experte gewesen, ne? du steckst es so rum rein, geht nicht, dann steckst es wieder wie zuerst rein und dann geht es. Jedes Mal bin ich gar nicht so der Freund von, aber halt, dass du nur noch einen Anschluss für alles hast. Natürlich bist du da dann bei Apple gekniffen, die dann auf USB Type-C setzen und Lightning und dann nochmal Klinke. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird alles USB Type-C sein, auch Klinke. Also bin ich ganz ehrlich, größter Vorteil, dass man sich keine Gedanken mehr macht, wie man einsteckt, weil es einfach so angenehm ist. Grobmotoriker. Wenn ich abends, stell dir vor, es ist dunkel oder ich habe da immer wenig Licht an, ich stecke 5 Handys an und wenn das immer Micro-USB ist, vor allem, ich hatte dann auch oft das Problem, dass der Anschluss irgendwann mal abgenutzt wurde, nicht mehr so fest hielt, weil man ihn natürlich, sag ich mal, so beschädigt. Nächste ist natürlich, wie du eben schon angesprochen hast, Übertragungsgeschwindigkeit auch einfach. Also ist bei USB-C theoretisch höher, auch was den Ladespeed dann zum Beispiel irgendwann mal angeht. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten und ich stelle jetzt mal an dich die Gegenfrage. Was ist denn die Alternative? Also du kannst natürlich Micro-USB behalten, aber ganz ehrlich, ist es jetzt wirklich so schlimm, 5 Kabel oder so auszutauschen? Ich weiß es nicht so. Ich sehe das eher so, wenn du da jetzt noch lang drauf beharrst, wirst du dir irgendwann mal ein neues Smartphone holen, was das eh hat oder einen Computer und so weiter. Und dann hast du noch diesen Hickhack, dass du 2 Standards quasi mitschleppen musst. Das ist deshalb meine Meinung, einfach so schnell wie möglich umsteigen. Und ich merke es jetzt noch, wenn ich habe letztens zum Beispiel hier das Galaxy A6 und das A6 Plus getestet, da wollte ich da die Bilder übertragen und dann nehme ich halt so das USB-C-Kabel und will das einfach. Oh nee! Dann merkt man erstmal wieder, wie groß halt quasi der Komfort zugewinnen ist. Und die längeren Zuschauer wissen es ja schon, wir haben es jetzt seit 2 Jahren haben wir das Thema. Und jetzt, 2018, sind wir eigentlich dabei. Ich finde, es ging schneller als gedacht. Ja, dass wir wirklich keine Geräte mehr haben, die es nicht haben. Wir sehen es an der Notebook-Front, wir sehen es bei den Tablets. Inzwischen ist es wirklich da. Einziges bei den Zubehörhändlern, wir sehen auch immer mehr externe Festplatten, USB-Sticks. Oder Kopfhörer, genau. Wieder. Kopfhörer, ne, die einzeln machen es noch, aber gerade bei den Speichermedien ist normales USB-A immer noch im Vordergrund. Aber auch das wechselt. Oder man hat diese Adapter, ne, die dann aus dem A ein C machen und dann geht es eigentlich auch.
Und bei den Rechnern, egal von der Stange oder selbstgebauten, da ist es nach wie vor noch, da dominiert auch nach wie vor USB-A. Da ist USB Type-C noch gar nicht so vertreten. Natürlich gibt es genügend Adapter und was nicht alles und auch Steckplatinen und. Also nicht Steckplatinen, sondern die Schächte fürs Gehäuse. Aber auch das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ich musste letztens lachen, weil ich mir so ein Video angeschaut habe auf YouTube. So, da hat einer quasi so von einem China-Shop so einen Gimbal zum Testen bekommen. Das war halt dieser Xiaomi-Gimbal. Und weißt du, die haben ja diesen Gimbal, der passend ist zu der Action-Cam, glaube ich. Das ist nur für die, oder ich weiß gar nicht, ob es die Xiaomi-Action-Cam ist. Auf jeden Fall, der dachte, der kann da sein Smartphone anschließen, sein Galaxy S9. Dann packt er das Ding aus und dann sagt er, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Wie erkläre ich das den Chinesen? Und das hat jetzt total off-topic. Aber das, finde ich, führt dieses Problem mit Micro-USB so super vor Augen. Apropos Chinesen. Unverhofft kommt oft. Ich habe mich ja letztes Mal danach gewehrt, aber es hat sich dann doch so ergeben. Ne? Ich bin ja dann doch ein großer Xiaomi-Fan. Und weil wir die Frage beim letzten Mal nach hatten, guck mal hier, das Xiaomi Mi Pad 4. Es ist doch da, dazu wird auch noch was kommen, zumindest natürlich jetzt nicht hier, aber werde ich auch noch was zu machen. Also das Gerät hat mich dann doch interessiert. Wollte ich nur mal nachschieben. Da, guck, ich tue was für die Fans. Ja, aber das war ja also so letztes Mal, also es war ja so, ist ja immer so zwiegespalten. Ich habe natürlich, oder wir haben hier ein bisschen so den Hass auf uns gezogen, weil wir, ich möchte noch mal betonen, wir haben nie gesagt, dass es diese Xiaomi-Smartphones nicht normal in Deutschland zu kaufen gibt. Ich weiß, dass es die bei diversen Händlern zu kaufen gibt, aber das sind halt auch nur importierte Geräte. Ja. Das ist entweder klar. Die China-Geräte oder du hast die EU-Reimportware dann zum Beispiel aus Spanien oder ne, aus welchen EU-Ländern, wo Xiaomi dann offiziell vertreten ist. Macht die natürlich nicht schlechter, aber ich bleibe dabei, Xiaomi ist halt einfach kein, also man kann das nicht vergleichen mit einem Huawei, mit einem Samsung, mit einem HTC, mit einem Apple, die hier ganz normal verkaufen. Das war der einzige Punkt. So, das macht die Geräte nicht schlechter. Und einer hat geschrieben, Konkurrenz quasi belebt zu dem Markt. Ich glaube, genau das habe ich ja im letzten Video gesagt. Also ich bin der Erste, der sagt, ey, verkauft mal ganz offiziell in Europa, gerne mit euren Stores, gerne mit Online-Store, mit deutschem Netzstecker, mit deutscher Anleitung, mit deutscher Garantie und so weiter. Mit deutschen Ansprechpartnern, wenn genau, was ist. Und setzt dann doch die etablierten Hersteller unter Druck. Du, bitte. Natürlich gerade. Und vor allem, wir sagen es ja gerade, parallel wird in Spanien das A2 genau. vorgestellt und ich denke mal, die Dinger kommen dann auch rucki zucki. Dann meine, bitte alle mit Android One und nicht mit dieser komischen MIUI. Ja, wobei, hat auch hier und da eine schöne Sache. Aber ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn man sich dann hier, was hatten wir eben, BBK anguckt, also die Firma hinter OnePlus, Vivo, Oppo, auch die gehen mit den großen Vivo- und Oppo-Marken ja auch langsam raus aus dem Asia-Indien-Markt Richtung Westen. Aber wie gesagt, ich finde halt einfach, bei Xiaomi hätte der Schritt schon längst folgen müssen, weil die gucken da jetzt so lange rum irgendwie. Spätestens nach ihrem Börsengang jetzt, das ist ja auch so eine Sache, es steht wieder auf einem anderen Blatt. Da ist dann auch die Sache, Xiaomi finden die Leute geil, weil es natürlich ein 1A-Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Dann guckt man sich aber die Zahlen an. Ich meine, die sind jetzt an die Börse gegangen, wollten 10 Milliarden kriegen, haben nur 5 Milliarden bekommen und haben im Zuge auch mal die Bücher offenlegen müssen. Und dann haben die bei einem Umsatz letzten Jahr, ich glaube 15 Milliarden Umsatz, haben die 6 Milliarden Verlust gemacht. Also ich meine... Und das wird in Europa nicht weniger. Das ist ja nicht jetzt irgendwie, ne, klar, da steckt viel Kapital erstmal drin, aber ich meine, da kommt ja nichts bei rum. Und ich meine, Verlust machen mit Geräten, weil sie günstig sind, ist jetzt nicht wirklich ein Kunststück. Und das ist nur China. Also ich sag's nochmal, der Heimatmarkt, aber... Das wird auch noch eine interessante Geschichte, wie lange Xiaomi wirklich noch diese günstigen oder die ganzen China-Händler, diese oder China-Hersteller, diese günstigen, weil über kurz oder lang müssen die auch mal Gewinn machen. Tantantum. Aber mein Xiaomi Mi Note 20 ist viel, viel besser. Hat B20. Genau, nächster Kommentar. Wie immer ein tolles Video. Vielen Dank. Auch ich habe mal eine kurze Frage. Was denkt ihr, war euer bestes Smartphone seiner Zeit? Also welches Smartphone ist das Smartphone, welches in den letzten Jahren wirklich das Beste überhaupt war? Sprich, Gesamtpaket und eure Meinung. Also ich glaube, das ist so zu denken, wo du wirklich gesagt hast, ey, das ist jetzt gerade, das steht so über allen drüber, das hat so viel für mich verändert, das kann auch... Kann das iPhone 2G sein, es kann auch das Huawei P20 Pro sein. Was ist es so für dich? Boah, ich hatte ja wirklich viel. Vor allem letzte Zeit, beschränke ich jetzt mal auf die letzten 4 Jahre oder so. Da kannst du dir auch, such dir was aus. Sag ich Rosalinde die Dritte. Ja, wirklich. Also das iPhone 6S Plus, ne? Ja. Das war erstes Gerät mit 4K. Ich habe damit angefangen, 4K-Videos zu machen. Das war bei mir im Kanal die Umstellung auf 4K. Es war ein Plus-iPhone, die Akkulaufzeit hat gestimmt. Rosa als Farbe fand ich auch mein Erlebnis. Mhm.
es ist nach wie vor ein Gerät, unabhängig vom Namen, was mir echt absolut positiv in Erinnerung bleibt. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich das iPhone 4 damals. Also das weiß ich noch so. Das war halt einfach damals hier das scharfe Display. Allgemein, wie das so von der Haptik war, wie es zusammengebaut war. So. Das war schon, ich glaube, damals wurde auch der Lightning-Anschluss mit eingeführt, oder? Bei 4 schon? Ich bin mir gerade, oder nee. War es? Ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ja, nee, ich glaube, du hast recht. Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, also das war damals so wirklich, es hatte so ein paar Dinge, die wirklich besser waren als bei allen anderen so und es hat einfach gut funktioniert. Schön ist, wie ich gerade, mein anderes, was ich fast gesagt hätte, wäre das 3GS gewesen. Okay, ja, ich sehe schon, du nimmst dann immer quasi die Generation drauf, die dann quasi, so eins habe ich auch, da muss ich fast sagen, in letzter Zeit so, Galaxy S7 und S7 Edge oder dann das Note 7. Also das Note 7, wenn es nicht irgendwie so in Flammen aufgegangen wäre, war halt wirklich so ein Smartphone, das zur damaligen Zeit nahe an der Perfektion war, wenn das halt nicht gewesen wäre mit dem Akkuproblem. Ich habe nach wie vor auch einige Nexus-Geräte noch echt positiv in Erinnerung. Ja, ich nicht. Sie waren Nexus 4. Das war zum Beispiel damals ein super Preis-Leistungs. Vor allem, als sie das dann später für 200 € verramscht haben. Genau. Das war auch so Sachen, da werde ich mich auch noch immer dran erinnern können. Egal. Also lustigerweise schön, dass wir iPhone gerade als erstes kriegen. Ja. Dann noch eine Frage, wann kommt der Spar-Mac-Talk endlich als Podcast? Guten Morgen, den Spar-Mac-Talk gibt es schon längst als Podcast. Erst bei SoundCloud, dann auch bei iTunes. Und mittlerweile sollte auch Spotify, läuft auch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich keine Ahnung, wann die Videos online gehen, ob erst die Ankündigung online geht. Ist als Podcast, haben wir ja schon mit SoundCloud und wir machen mehr Anbieter und inzwischen in Zukunft gucken wir, dass wir dann auch auf anderen Plattformen mit Hub im Namen sind, vertreten sind und ja, wir arbeiten dran. Komm, mein kleiner Hamster. Ich weiß nicht, was du meinst. Nächste Frage. Hallo ihr beiden. Wie denkt ihr, wird das neue iPad Pro aussehen, das im September vorgestellt wird? So wie das iPhone 10, also quasi mit einer Notch und Face ID. Und was für Specs wird es haben? Bin gespannt auf eure Meinungen. PS, vielen Dank an eure Spar-Mac-Videos an dieser Stelle. Ich gucke sie unglaublich gerne und ihr seid meine Lieblings-Tech-Duo auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Mega nett. Nimm das, Alex und Jens. Ja, Hashtag Piep 2.0. Technikfalsche gibt das. Tja, gute Frage. Da hat auch noch jemand, glaube ich, gefragt, allgemein, wann wir glauben oder was wir uns von den neuen iPads erhoffen. Nichts gehört. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt wirklich eins Pro kommen soll. Meinst du? Also, er packt weg, letzte Frage. Normalerweise schon, weil iOS 12? Ja, sie hatten es ja angepasst auf den Weihnachtszyklus. Richtig, richtig. Ja, und allgemein, da waren ja schon so Hinweise auf quasi ein iPad mit Face ID, glaube ich. Ich glaube schon, dass das kommt. Ich glaube nicht, dass es schon im September kommt, weil ich glaube, da haben sie mit drei neuen iPhones wirklich genug unter zu tun. Ja. Aber vielleicht dann im November. Mein Problem, das habe ich beim neuen 7er iPad Pro schon gesagt, als das 10er Pro rauskommt. So nach dem Motto, ey, ihr habt überhaupt keinen Druck, die Geräte noch besser zu machen. Und jetzt denke ich mir auch, hey, Apple, geht doch einfach mal an und sagt, hey, nächstes Jahr im September machen wir iPads oder sowas. Oder nächstes Jahr im, was weiß ich, Q2 oder sowas. Da ist noch für mich noch gar nicht der Druck da, neue iPads oder die Pros nochmal neu zu überarbeiten. Ich weiß, viele sagen, ey, Face ID auch auf den iPads. Ich bin da gar kein Fan von, weil für mich ist nachher iPad das Apple-Produkt, was ich egal wie rumhalten kann. In dem Moment, wo ich dann aber Face ID habe und dann wieder eine Notch und eine Aussparung, dann weiß ich auf einmal wieder, wo oben ist. Weißt du? Ja, verstehe ich. Ich weiß gar nicht mal, ob sie irgendwie wirklich dann eine Notch machen beim iPad. Vielleicht machen sie einfach nur Face ID so rein. Das fände ich schöner. Weil ich glaube, auch ein Tablet braucht Render. Also zumindest ein bisschen so. Also weißt du so. Das lasse ich mir auf ein T-Shirt drucken. Ja, Tablets ein bisschen. Render. Also wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, auf den Homebutton könnte ich, glaube ich, verzichten. Also das dann auch komplett über Wischgesten zu bedienen, das würde mich dann durchaus doch reizen. Dann habe ich einfach keine Ahnung. Gut, dann wäre es nicht mehr so symmetrisch, aber vielleicht einfach. Man könnte oben schon einiges einsparen. Also das ist ja so viel Platz. Ich meine, das ist ja nicht wie bei einem Smartphone, dass die Einheiten zu dem Platz. Die Längsseiten haben wir ja schon. Genau, und an der Seite, glaube ich, geht gar nicht mehr so viel. Schon wieder neues Zubehör. Ja, gut, klar. Da können sie wieder Geld verdienen, das ist doch super. Also wie gesagt, das an der Seite, glaube ich, nur minimal dünnere Ränder. Ja. Und ich bin halt echt gespannt, ob dann wirklich so ein OLED-Display kommt. Nee. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass sie jetzt dann bald den Schritt gehen, einfach weil sie das Ding noch dünner machen können, einen größeren Akku einbauen können. Noch einen kleineren Akku, meinst du? Ich bin gespannt, also ob vielleicht noch bei den Lautsprechern noch ein bisschen was geht, weil das dürfte schwer werden. Vielleicht das Ding dann endlich wasserdicht, so, weißt du, so in die Richtung. Aber nein. Das wäre so Sachen, die noch gehen. Drahtloses Laden noch.
Das vielleicht eine Glasrückseite. Genau. Ja, ich mag wirklich die Aluminiumrückseite, ja. Aber wenn ich das Ding dafür dann auch kabellos laden könnte. Nein, es kommt dieses Jahr kein neues iPad Pro. Apple kann sich unterstehen. Überhaupt kein Druck da. Die Dinger verticken sich. Also ich glaube, es kommt entweder im November eins oder dann im März nächstes Jahr. Ja, dann erst nächstes Jahr. Ich sage jetzt, es kommt dieses Jahr kein iPad Pro. Die haben überhaupt keinen Grund, eins rauszubringen. Die Dinger laufen, die sind toll, werden von allen gelobt, haben null Konkurrenz in dem Segment und nö, kommt gar nichts. Geld, also wieso, wenn die Leute doch dir dein Geld geben? Die kaufen, sollen wir erstmal alle drei neuen iPads kaufen. Das kostet dann 1050 Euro, das iPad mit Face ID und so weiter, das Pro. Ja, wir werden es kaufen. Ja, natürlich. Vor allem, ich habe Angst, was das neue große iPhone X Plus kostet. Eine Niere. 1500. Ja, also, 1549. Glaube ich auch. Ja, wieso nicht? Also klar, der wird nochmal teurer werden. Wieso nicht? Wahnsinn. Ja, holst du dir dann das günstige? Jo. Mit IPS-Display. Ich krieg sowieso noch von dir den Aufpreis für die größere Speicherversion. Ich weiß nicht, was er meint. Damit beenden wir das Video heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne wieder neue Fragen. Ihr könnt auch gerne nochmal was kommentieren und so weiter, was wir heute gesagt haben. So. Und ich würde in dem Sinne einfach sagen, Megakissen-Unboxing 2.0. Ciao, tschüss.